Ich wohnte mit meinen Eltern auf dem DPA Campus. Ja, ist doch alles angerichtet, alles nett. Wir sind wieder gezwungen, Stunk zu machen. Den Rest kennst du bestimmt. Deine Eltern hast du. Na, das gibt ja Flecken, das gibt Flecken. Oh, doch nicht. Doch. Ob das wieder rausgeht. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur... Er ist noch ein bisschen unruhig. Alles okay, wirklich. Hat Nathan dich... So, gib Ruhe jetzt. Können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Zack. Jordi, ich glaube, es ist was mit Aiden. Warte eine Sekunde. So. Mir reicht's jetzt mit dir und deiner gottverdammten Eifersucht. Warum gehst du nicht einfach zurück und verschwindest dahin, wo du fieser Poltergeist herkommst und lässt mir endlich meine Ruhe? Verschwinde hier. Bist du vielleicht taub? Hau gefälligst ab. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Allerdings. Ja, er verlässt mich nie. Oha, das gibt Schmerzen. Das sah jetzt noch ein bisschen brutaler aus. Aiden gefällt es nicht, dass ich hier bin, oder, Jody? Ist jetzt, was Aiden will. Könnte man wohl so sagen. Nein, nein, meine Eltern sind noch im... Fuck, Aiden! Ich will, dass du jetzt aufhörst! Also ich gehe lieber. Nein, Ryan, warte. Nein, Jody, also... Aiden ist nicht begeistert. Ich glaube, dass ihr das klären müsst. Jody, wir haben noch Zeit. Lernen wir uns doch einfach erst besser kennen, okay? Vielleicht gewöhnt sich Aiden ja daran. Und jetzt zufrieden? Toll. Jetzt wissen wir nicht mal, ob es ihm geschmeckt hat. Er ist weg und du hast mich wieder für dich selbst. Ich hoffe echt, du bist zufrieden und verflucht happy. Na los jetzt, flieg herum in deiner unsichtbaren Welt und lass mich heulen. Ich hasse dich. Hörst du mich, du fieses Arschloch? Nachtsitzung. Wieder ein wenig jünger. Gehen wir doch mal raus. Nee, gehen wir wohl doch nicht. Müde. Nathan, ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jody, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey. War bestimmt am Datteln. Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor.
Ja, prima. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mach das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Klar, ich werd's holen. Ach ja. Wieder in den dunklen. In die dunkle Kammer. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Aiden findet's. Daher, oh, da ist mal wieder so ein extra. Lang ist's her, dass ich so ein Ding mal gefunden habe. Neuer Bonus. Glaube ich wieder irgend so ein Bildchen oder Bilder. Naja. Schluss damit, Aiden. Das ist nicht witzig. Ist es nicht dabei? Doch. Aiden? Warst du das, Aiden? Nichts wie raus hier wieder. Verdammt, wer sind die denn? Shit. Du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Jodie? Jodie, alles klar? Siehst blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Ja, Moment. Nathan! Nathan Dawkins. Nathan? Nathan, was hast du? Meine Frau. Ach, das war seine Frau und sein Kind. Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Sie sind tot. Jodie, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jodie. Das ist mal ein Schlag. Und weiter geht's mit die Mission. Zwischen Abendessen und gejagt. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Muss Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt.
Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Sind wir schon soweit? Sieht so aus. Wir haben noch Zeit, bevor es losgeht, oder? Viel Glück, Jody! Okay. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Einräumen. Also gut, die junge Kriegerin im Auftrag der CIA. Wir geben unser Bestes.